Das Kernwaffenlabor oder doch nicht? Josh Gates von Expedition Unknown machte aus diesem Ort ein radioaktives Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg. Doch die wahre Geschichte dieses Ortes ist weitaus bedeutsamer und spannender. Warum dieses Bauwerk in der Geschichte einzigartig ist und warum die deutsche Luftwaffe diese Stollen mit einer Bomberstaffel bombardieren ließ, spricht für die Wichtigkeit dieses Bauvorhabens. Eine Schlüsselrolle spielt hier Kai Fiebinger und Hans Kammler. Diese beiden wichtigen Personen des Dritten Reiches wollten in Österreich Technologien für den Endsieg erforschen und erproben. Warum dieser Ort doch in direktem Zusammenhang mit der Erbauung der Atombombe, der Kernphysik und der Wunderwaffen steht, erfahrt ihr in diesem Video. Mit diesem Bauwerk war der Grundstein für weitere riesige und städteähnliche Anlagen gelegt. In Österreich sollten Produktionsstätten für die deutsche Atombombe entstehen. So, ich habe meine österreichischen Freunde mal wieder akquiriert und gesagt, ihr müsst mir mal wieder was zeigen. Und die Jungs waren auch wieder fleißig gewesen. Zu meiner Linken ist der Martin, er hat uns schon mal begleitet. Wir haben schon viel kranken Scheiß miteinander gemacht, hat immer Spaß gemacht. Tobi war auch immer mit dabei, hat auch immer Bock gemacht. So, und jetzt habt ihr wieder was Tolles gesehen. Auf Kabel 1 oder wo lief's? Ja, wir haben auf Kabel 1 diese Reise ins Unvergessene oder wie das hieß. Und Josh Gates hat hier was gefunden? Ja, vermutet ein Atomwaffenlabor. Ein Kernwaffenlabor. Also das bedeutet, in dem Berg hinter uns könnte sein, dass da immer noch Atomwaffen liegen. Im schlimmsten Fall. Im schlimmsten Fall. Können wir denn zu den Stollen was sagen, was das mal hier gewesen ist? Also wir sind im Bereich St. Georgen an der Gusen, aber ein bisschen weiter weg davon. Ne? Genau, wir sind ein Stück außerhalb. Gemäß Aussagen haben wir herausgefunden, dass die Stollen ursprünglich geplant waren, dass man Bombentests durchführen kann für die nahegelegene Anlage Bergkristall, dass wir einfach oder dass die damalige Führung die Referenz ziehen konnte, wie weit muss sie in den Boden rein, wie viel Armierung, wie viel Beton, wie viel Stahlbeton müssen sie verwenden, dass die Gänge und die Stollen bombensicher sind. Und dann wurde im Nachhinein mit den Flugzeugen bombardiert und dann wurde nachgesehen in den verschiedenen Tiefen, wo gab es welche Einstürze, wie war das dann ausgesetzt und das wurde dann als Referenz genommen. Also es bedeutet, im Krieg hat man sich die Mühe gemacht, hier einfach ein Stollensystem reinzubuddeln, was man anschließend durch die Luftwaffe bombardiert, um zu schauen, immer, ist das überhaupt hier, ist der Felsen sicher, wo wir Bergkristall reinbauen wollen. Mhm. Die Mühe hat man sich im Krieg gemacht. Ja, scheinbar, ja. Okay, gut. Also wir haben jetzt die offizielle Version, dass das Stollen sind, um zu testen, was man in Bergkristall an, wie tief man da rein muss und was man für eine Armierung da nehmen muss oder wie viel Armierung, wie viel Zement oder Beton. Und die Aussage, dass sich hier ein deutsches Kernwaffenlabor aus dem Zweiten Weltkrieg befindet. Ich würde sagen, wir rödeln uns mal an und gehen jetzt Stück für Stück das nach, was Josh Gates hier damals festgestellt hat. Packen wir's. Auf geht's. Auf geht's. Wir haben aktuell außerhalb des Stollens Werte von 0,13. Also es ist ein bisschen, also ist immer noch normale Hintergrundstrahlung. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier in Lebensgefahr begeben. Aber wir gucken gleich mal, ich bin echt gespannt, was wir für Werte drin haben. Wo sind wir jetzt bei 0,11, 0,12? Also in dem Bereich pendelt sich das ein. So, es ist Sandstein, ne? Mal wieder, ne? Wie in Gusen quasi. So, und was hat man hier gebaut? Also hier ist direkt schon Ende. Also hier versperrt uns schon direkt ein Versatz den Weg. So, und da oben ist ein Zugang und da ist ein Zugang. Und den müssen wir jetzt erklimmen hier, richtig? Wir sind bei 0,12, 0,13 von der Strahlenbelastung, also noch im erträglichen Bereich. Wollen wir das mal, soll ich das mal wegtun, dass wir nicht unbedingt auf so einem Ding hier landen, wenn wir da abschmieren? Aber lieber her. Gut. Ist es sicher da oben? Kommst du auch hoch? Also der Kameratyp kommt auch hoch. Wir gehen natürlich überall gemeinsam hin. Jawohl. Und da sind wir schon. Wollen wir mal gucken, ob wir das Labor finden? Auf geht's. Jawohl. Also wir haben aktuell eine Belastung hier
von 0,11 Mikrosievert die Stunde. Wir zeigen es sogar her. Ja, wir zeigen es sogar her. So, und wenn da wirklich hier ein Kernlabor drin sein sollte, ein Kernwaffenlabor, dann sollten wir auch mit dem Gerät, auch wenn das nicht die gleichen Sachen misst wie jetzt das von Josh Gates, sollten wir aber Strahlung wahrnehmen, weil es ist Radioaktivität. Ne? Also wir sind bei 0,11 immer noch. Dann schauen wir mal. So, jetzt haben wir hier einen verschütteten Zugang. Also weil neben war auch noch ein Eingang, haben wir ja gesehen. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Hier oder? Weil wir haben ja jetzt hier... kommst du ja nicht recht weit. Ach so, dann gehen wir erstmal hier durch. Wir können auch einfach von links nach rechts alle Zugänge durchgehen. Dann sieht man, wie weit es wirklich geht. Jawohl, das ist eine gute Idee. Ich glaube, da unten soll doch das Labor sein, oder? Hoch und runter. Dann würde ich sagen, gehen wir mal runter, oder? Auf geht's. Kriegst du das hin mit der Kamera? Irgendwie. Sehr geil. Souverän. Dynamisch. Ja, es ist Sand halt. Es ist Sandstein. Es ist ähnlich wie in Gusen, im Bergkristall und ähnlich wie andere Anlagen. Also es ist immer dasselbe. Hier ist auch noch ein Stück. Der hört da aber direkt auf. Das haben wir da auch. Ne? Das haben wir da auch, genau, da hört es auch direkt wieder auf. Also das sehen. An dieser Stelle gibt die Karte Rätsel auf. Der Verlauf der Stollen ist ein anderer. Ist die Karte hier ungenau, obwohl sie mit dem Rest der Anlage übereinstimmt? Ja, auch definitiv die Wand am Ende. Ja. Also um einfach die Spekulationen zu zerstreuen, da geht es tatsächlich nirgends hin. Da geht es weder links noch rechts noch runter. Wir hatten auch beim letzten Mal schon das Vergnügen, dass wir uns einen wirklich angesehen haben, wo wir vermeintlich glaubten, er geht tiefer, aber es endet überall gleich. Ja. Also die Strahlenwerte sind gestiegen, also wir haben 0,20 Mikrosievert die Stunde. Es wird hier unten ein bisschen höher, aber wir haben halt hier auch natürliches Radon oder Radongas kommt hier natürlich vor. Ne? Aber das sind noch keine Werte, die jetzt darauf hindeuten, dass es ein Kernwaffenlabor sein könnte. Das ist ein Notpunkt, ne? Original sein. Ja. So, hier, ne? So, also wir sind hier tatsächlich bei 0,58, 60. Komm mal ran. Ist tatsächlich. Jetzt fällt wieder ein bisschen. Aber wir sind bei 0,58. So, und 60? 58, also 0,60 Mikrosievert die Stunde. Das ist erhöht, aber nicht gefährlich. Das ist der Bereich, wo Gates stand. Also sie waren gebückt. Ich weiß nicht, wie groß die sind. Irgendwo hier in dem Bereich wird es gewesen sein. Da haben die dann gesagt, hier steigen die Werte an. Laut Josh Gates, also hier ist natürlich nichts drunter, könnte hier tatsächlich ein Kernwaffenlabor unter unseren Füßen sein. Aber wie gesagt, das war einfach nur ein Teststollen, wo man hat die Luftwaffe überfliegen lassen. Die haben hier Bomben draufgeschmissen, um zu gucken, wie feste ist denn dieses Gestein, wo sie es da reinbauen. Und hier hat Josh Gates abgebrochen, ich glaube bei 0,31, 33 Mikrosievert. Fallen uns nicht unbedingt die Haare aus und unfruchtbar werden wir wahrscheinlich auch nicht, ja, von dem bisschen hier. Also da können wir eigentlich sagen, dass das hier so ein bisschen Sensationsjournalismus an den Tag gelegt wurde, weil diese Anlage hat nicht viel zu bieten. Es sind einfach in den Sandstein gegrabene Höhlen, ne? Mehr ist es nicht. Weil links wie rechts haben noch Anwohner, die haben da auch immer noch Sachen untergestellt. Also es gibt noch mehr von diesen, die sind nicht so groß und die gehen ebenerdig rein. Ne? So, und da haben die immer schon ihre Sachen untergestellt, quasi als Garage. Im Winter, im Sommer ist schön kühl, im Winter ist es ein bisschen wärmer. Eigentlich top. Ne? So 0,38 Höchstwert aktuell. Okay, ja, gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja beim Rausgehen doch noch das geheime Kernwaffenforschungslabor. Aber der Ton ist nicht schlecht, wenn du hier stampfst. Das ist genau das, was du im Video hörst. Machen wir nochmal, warte.
Es gibt halt nach, ne? Aber es müsste, das Geräusch müsste eigentlich von oben zurückreflektiert werden. Mach du mal, damit ich das. Ja, ja. Das ist, auch. Was du hörst, ja. Genau, also der Boden vibriert natürlich ein bisschen und der Schall kommt von oben, man hört das deutlich. Also auf der Kamera wahrscheinlich nicht drauf, aber wie gesagt, es ist nicht hohl. Unter uns, es befindet sich halt unter uns mal. Ganz ehrlich, wenn hier ein Kernwaffenlabor drunter ist, dann hätten wir doch eigentlich unten dicken Stahlbeton. Weil so ein Kernwaffenlabor, ihr haut das nicht in so einen Sandstein rein und fangt dann da an, Kernwaffen zu entwickeln. Das funktioniert, mal hier, das fällt direkt runter. Das heißt, da müsste erst dicker Stahlbeton kommen. So, und den würdet ihr durch auf den Boden treten. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn unter uns wirklich 5 Meter unter uns ein Stahlbeton-Tunnel wäre. Und wir treten hier oben auf den Boden. Das kriegen wir aber nicht mit, was da unten ist. Niemals. Und auch die Peripherie im Äußeren, es spricht nichts dafür. Du hast keine Eisenbahnanbindung. Gar nichts. Gar nichts. Es ist auch noch dazu im Gelände ein exponierter Platz. Das wäre sehr unlogisch, hier etwas zu errichten. Ja, also hier hat keine militärische Aktivität wirklich stattgefunden, außer einmal hier reinbuddeln und eine Bomberstaffel drüber schicken und ein paar Bomben abwerfen. Das waren die Aktivitäten, die in dem Raum sich hier ereignet haben. Also wir sind bei 0,66, 0,67, 0,69, 0,68. 69, 67 auch wieder. Also es geht immer mal ein bisschen höher, aber immer mal ein bisschen wieder runter. Aber wie gesagt, wenn hier unter unseren Füßen ein Kernlabor oder ein Kernwaffenlabor wäre, das wäre schon, ja, das wäre fantastisch. Aber das ist es leider nicht. Ne? Und hier ist Ende, wa? Genau. Ja, das ist auch jetzt wieder dasselbe Ende, wie wir es in den Tunnels vorher schon gesehen haben. Es endet wieder eigentlich mit der geraden Wand. Man sieht noch, wie es behauen wurde, der Sand oder der Sandstein, aber es endet auch hier wieder, es geht nicht weiter. Ja, also hier können wir sagen, es ist definitiv Ende, ist nicht zugeschüttet. Ne? Nee. Das sieht man ja eindeutig. Also auch da geht es nicht runter, da hat nur irgendwer ein bisschen rumgebuddelt. Ne? Wir sind jetzt bei 0,25 Mikrosievert die Stunde. Das ist aber immer noch in einem Bereich, der für uns nicht mal eher gesundheitsschädlich ist. Also das ist nichts. Jeder Flug über, also ein Inlandsflug ist schädlicher von der Strahlenbelastung als das, was wir hier haben. Es sinkt wieder auf 0,24. Ja, dann würde ich sagen, das Labor noch nicht gefunden. Wir suchen weiter, ne? Ich will heute. Lass uns mal schauen. Ruhe, ne? Hörst du es? Ja. Ich spüre es. Wir dürfen nicht so viel spoilern. Da waren wir ja noch gar nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück und in den anderen Bereich. Ne? Also auf den Sand läuft sich wirklich, ja, es ist wie eine Düne, als ob ihr eine Düne hochmarschiert, ne? Das ist anstrengend. So. Zum Glück hat man hier Stufen rein geschlagen oder geschnitzt. Ist ja nur Sand, ne? 0,28, also umso höher wir kommen, umso höhere Werte haben wir. Kriegst du das freihändig hin oder soll ich das Ding abnehmen? Ja, ich nehme das eben ab. Der Kameradude, der hat halt keine Hand frei. Links die Kamera, rechts das Licht. Da ist er schon. Hervorragend. Ich übergebe in kompetente Hände. Sind wir schon tot?
024. Ja, ist noch nicht so. Nee, so. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Und wie gesagt, zum Verständnis, hier sind wir eben rein. Ne? Oder? Ja, das ist der Verteil. So, hier sind wir rein. Ne? Richtig? Ja. Ja, da ist unser Ankerpunkt. Hier sind wir reingegangen. Ja, genau. Da geht es nach unten. Ne? Da sind wir gerade rein. Jetzt sind wir von da wieder gekommen. Hier, das ist einfach nur so eine Säule. Und eine Fledermaus. Mann, ihm wird angegriffen von einer Fledermaus. Radioaktive Fledermaus. Dracula. Ist es Batman? Ja, es ist nachvollziehbar. Man kann hier einfach rund um diese Säule gehen. Ja. Und der einzige Ausgang. Also ich schneide das Videomaterial auch nicht. Wir lassen alles einfach mal drin, damit ihr wirklich sehen könnt, dass sich hier erstmal, also dass wir alles mal ablaufen, dass ihr die ganze Anlage also ganzheitlich gesehen habt. Ne? Würde ich sagen, gehen wir da mal gucken, oder? Klar. Bevor wir dann abbiegen. Das ist ein Blindstollen. Das kann man hier auch sehr gut sehen, dass wirklich ein Blindstollen ist, weil bis hier hat man den Vortrieb oder bis hierhin hat man den Stollen vorgetrieben. Ne? Also hier sind die Spuren der Kratz, Abriss oder ja, Bergwerk, Spitzhacken werden es wahrscheinlich gewesen sein. Ne? So, und das sieht man wirklich gut. Also die Wand ist es nicht eingestürzt, es ist wirklich noch von damals. Ne? Und wie gesagt, man kratzt es einfach so ab. Ja, also auch hier ist Ende tatsächlich. So, was haben wir dann noch Schönes? Genau gegenüber haben wir dasselbe Bild. Ja, hier sind auch wieder, aber hier geht es auch noch. Also man hat es komisch gebaut. Also ihr habt, hier ist eine Verschüttung. Das ist Felsgestein, das heißt, es kommt von draußen. Weil, wie gesagt, das sind hier richtige Felsen. Ja, also die ich kaputt treten kann, weil ich He-Man bin. Nein, aber das sind auch Felsen. Also das ist ein anderes als dieser Sand hier. Ne? So. Zugeschüttet, zugeschoben, whatever. Auf jeden Fall ist es Gestein von draußen. Also es zeugt dafür, dass dahinter nicht weitergeht, sondern rausging. Ne? Weil so eine Gesteinsänderung haben wir hier drin nicht. Das ist alles Kalk, Sandstein. Ne? Also Sandstein. So, dann haben wir hier auch noch ein Loch. Das hört da oben auch auf und das ändert sich das auch wieder. Also da liegen auch wieder Steine. So, und hier ist Ende. Da habt ihr auch wieder Spuren von den vom Vortrieb. Ne? Also es ist nicht zugeschüttet worden, ist auch wieder tatsächlich Ende. Was sagt das Strahlmessgerät? 0,19 Mikrosievert. 0,19 Mikrosievert die Stunde. Jetzt sind wir bei 22. Bei 22, ja gut. Ja, es ist immer so in dem Bereich. Ne? So, also dann haben wir diesen Teil des Stollens tatsächlich auch schon. Und er ist blind wieder. Ne? So, genau wie hier, ist auch wieder blind. Dasselbe Spiel wie im Prinzip gegenüber. Ne? Da ist blind, da ist blind. Jetzt könnten wir wieder da gehen, aber gehen wir mal hier. Ne? Nehmen wir den mal mit. Gehen wir mal hier, weil das sieht auch aus wie ein Ausgang. Ne? Also da kann man deutlich sehen, dass der Brocken von oben runtergefallen ist, dass man den da reingeworfen hat, richtig? Oder würdest du es anders sehen? Ich würde auch sagen. Ne? Dass man den tatsächlich da dann reingeschmissen hat, dass das an die Oberfläche führte. Ne? Und man einfach das zugemacht hat. Ne? Weil es geht ja leicht schräg, der Verlauf nach oben. Und er kommt ja auch von oben. Und ich guck mal. Ja, hier ist aber Ende. Also nach oben ist, wie gesagt, dieses Wassers Schiefergestein oder sowas. Schieferähnlich. Ende. Ja, dieser dicke Brocken. Also das Gestein ist das quasi in dick da oben. Und das war es auch schon. Und wir gehen mal wieder vor. Aber ich würde wirklich sagen... Spürst du es? Ich kann es deutlich spüren, ja. Das erregt mich.
Mein Magen fängt direkt an zu grummeln, wenn wir auf dem Boot treten. Das ist nicht gut. Flaues Gefühl im Magen. So. Jetzt geht's hier nochmal weiter. Ja, hier ist auch wieder blind. Ein Blindstollen. Bierflasche. Dasselbe Spiel wieder. Auch wieder dieses Art Schiefergestein. Also wirklich Felsen. Zugeschüttet. Von oben. Whatever. Auf jeden Fall geht es da nicht weiter. Das können wir sagen. Ne? Vielleicht ging es da mal weiter, aber wahrscheinlich eher nach oben anstatt, weil wo soll das Gestein herkommen? Ne? Ich glaube auch von der Geschichte zu sagen, das werden Gänge in verschiedenen Höhen und Tiefen sein, ja, um die Referenzen ziehen zu können. Genau. Und ja, da würde es, schätze ich mal, nicht recht weit weitergegangen sein, wenn wir uns die Rundung oben ansehen. Ja, ja. Es sieht ja aus, als ob es eher höher geht, weil das Labor wird ja unter unseren Füßen vermutet. Wir sind ja jetzt schon eine Etage hochgestiegen, um überhaupt hier reinzukommen. Und unter unseren Füßen und darunter soll sich ja nochmal was befinden, also laut dieser Abseilaktion von Gates. Dann gucken wir mal, vielleicht finden wir es ja noch. Also bis jetzt ist es halt eine künstliche Sandsteinhöhle sozusagen. Mehr ist es nicht. Erstmal. Das ist auch wieder verschüttet. Auch aus, als ob es von. Aber hier waren wir doch eben schon. Ja, das haben wir doch schon gemacht. So. Da ist runtergegangen, genau. Ne? Da sind wir einmal rumgelaufen. Also im Prinzip ist jetzt hier der Bereich auch Ende. Also da sind wir runtergegangen. Ne? Wo es nach unten geht, hier ist auch wieder so ein Anker, aber ein anderer Anker, definitiv. Da sind wir runtergegangen und hier den ganzen Bereich haben wir jetzt auch schon erkundet. Ne? Jetzt gehen wir wieder Richtung Ein- bzw. Ausgang, Abseilstelle, wo es ja tiefer runterging, laut Josh Gates. So. Hier sind wir wieder am Ausgangspunkt. Hier ist einer der Ankerpunkte von Josh Gates. Und hier hat er sich abgeseilt in eine tiefere Ebene. Obwohl das der Ein- bzw. Ausgang ist. Das ist noch eben. Dann übernehme ich da unten wieder die Kamera. Und dann machen wir unten weiter. Wolltest du wieder als Erster oder soll ich? Ja, egal. Wenn das nicht geht, musst du das halt an das Seil ranbinden. Geht das so? Würde ich nicht abnehmen. Wenn ich deine Hand da sehe, tut das nicht weh. Okay, willst du mir das einfach ans Seil binden? Hab ich. Einfach mal viel sexier angestellt, als ich das gemacht habe. Das muss man ja sagen. Ich habe da rumgeeiert, ich habe nichts gefunden. So. So, also das war jetzt das Kernwaffenforschungslabor, was nicht da war. Es war, ja, wie ihr es auch gesehen habt, also wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es sehr, ich weiß nicht, wie du es auch gesehen hast, wahrscheinlich auch, sehr viel Sensationsjournalismus mit dabei ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ne? Weil ihr habt gesehen, es ist nur eine Sandsteinhöhle, eine künstliche Höhle. Da kann man halt keine spektakulären Aufnahmen machen. Also auch wenn wir wollten, wir könnten da jetzt nicht irgendwas, das Einzige, was spektakulär ist, ist der Ein- bzw. Ausgang, dass man halt hoch muss bzw. runter muss, ne? Die Abseilstelle. Ja, genau. Die vermeintliche Abseilstelle, die wir mal eben ohne Seil gemeistert haben. Das Dritte Reich ließ hier Stollen in den Sandstein treiben, um diese dann zu bombardieren. Warum sollte man inmitten des Krieges solch einen Aufwand betreiben? Die Deutschen machten nichts ohne Grund. Und der Grund dafür war als geheime Reichssache eingestuft. Um Atomwaffen sicher vor feindlichen Bombardierungen zu produzieren, musste man präzise einschätzen können, welche Sicherheit ein Bauwerk besitzen müsste. Sollte das Bauwerk den alliierten Bomben nicht standhalten und resultierend darauf Atombomben detonieren, dann wäre nicht nur die kriegsentscheidende Rüstung verloren, das Reich wäre auch nachhaltig durch eine Kernexplosion geschädigt. Demnächst schauen wir uns die vermeintlichen Orte der Kernwaffenproduktion an.
Ja, ich würde sagen, wem es noch nicht aufgefallen ist, wir sind untenrum wenigstens alle ein bisschen einheitlich. Ja? Wir haben wieder einen sehr, sehr guten Ausstatter gefunden. Schaut einfach mal rein in die Videobeschreibung. Da habe ich all meine Ausrüstung verlinkt. Ist absolut geiles Zeug, trage ich immer, weil es komplett robust ist und ihr habt es auch immer gerne an. Geiler Kram, ein bisschen einheitlich. Vielen Dank, was war ein Geschenk von Martin und Tobi, die Hose, dass wir für diesen Drehtermin hier, ich darf die auch behalten oder muss ich jetzt abgeben? Nee, auf keinen Fall abgeben. Darf ich behalten? Ja, natürlich. Yes, wieder was abgegriffen für Ömme. Ne? Sehr gut. Ja, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, es hat mich gefreut. Tobi. Hat mich gefreut. Schön, dass ihr das für mich aufgeklärt habt und das Video da gesehen habt. Also man schickte mir das zu, ist es was für dich? Sag klar, weil wir sind ja auch dabei, Mythen und Legenden ein bisschen zu entkräften, was sich im Dritten Reich da damals abgespielt hat oder auch nicht abgespielt hat. Und das gehört natürlich mit dazu, wenn hier die Meinung vermittelt wird, hier in diesem, unter diesem Sandsteinfelsen ist ein Kernwaffenforschungslabor. In dem Sinne würde ich sagen, packen wir's. Ich habe gehört, Kaltgetränke stehen bereit, ne? Auf jeden Fall. Dann wollen wir mal.